Telefon. Danke. Wo zum Teufel? Muss ich das vorlesen? Da ist doch Untertitel für einen Text. Okay, das kommt von dort. Armacom? Spekulationen über einen Zusammenhang wollte die Polizei nicht anstellen. Ja, das hat gerade eben Armacom genannt, aber es heißt doch Amacharm. Und wir kriegen gerade eben die Türen zum Durchlaufen aus. Hier war ich schon drin. Hier gibt es aber nichts weiteres Interessantes. Hier war ich auch mal kurz drin. Ruf mich an. Nee, ruf Mel an und 555 05, keine Ahnung, aber ich weiß, dass sie in Silent Hill wohnt, weil 555 die Vorwahl von Silent Hill ist. Glaube ich zumindest, weil man komischerweise in Silent Hill für jede Nummer 555 vorgeben muss. Hep, hep. Wo lang? Oh mal. Hier war ich schon drin. Von hier komme ich. Ich weiß, dass es dort hinten irgendwo weitergehen muss. Das sind alle Informationen, die ich habe, die mir helfen sollten, weiterzukommen. Nur wo? Ein Loch in der Wand habe ich ja jetzt nirgendwo gesehen. Oder jemand, der irgendwo hingerannt ist, damit ich weiß, wo ich hin muss. Hier drin sehe ich so spontan jetzt auch keinen Weg, irgendwo wegzugehen. Oder doch? Ich wette, das Vieh, was sie so zugerichtet hat, ist hierdurch entkommen. Das Vieh. So missbraucht man eine Knarre als Lichtquelle. Okay. Okay. Ah, da! Komm mir bloß nicht zu nahe. Nachladen. Ha. Okay, ganz so unsichtbar scheint ihr ja doch nicht zu sein. Allerdings habt ihr keine Knarren, wenn ich richtig sehe, was schlecht ist. Weil mir dadurch irgendwann die Munition ausgehen wird. Medikit kann ich nicht mitnehmen, hab schon zu viele. Telefon hat kein Anruf. Es ist genauso viel Uhr, wie als ich das letzte Mal die Uhr gelesen habe. Hopp, hopp. Oh, den hat's übel erwischt. So will ich nicht sterben. Bist du also nicht? Okay. Dann dort. Komm raus. Hätte man mal so richtig geile Stellen, wo man in Deckung gehen kann, um gegen diese normalen Maschinengewehr-Typis zu kämpfen, und dann ist hier nicht eine einzige.
Nicht schießen. Mein Name ist Norton Mapes. Ich bin Programmierer. Shit, ein Zivilist. Geben Sie mein Funkgerät. Oh mein Gott. Benutzen Sie F. Ja. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die guten Jungs. Alles in Ordnung? Oh klar. Ich habe jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer. Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich etwa herumkommandieren lassen? Ja. Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server ja mal anschauen. Gerne. Ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk. Okay, mach mal die Tür auf. Halt, lieber durchsuche ich das hier erstmal. Okay, da ist nichts. Da ist nichts. Er ist da hinten. Warum sollen wir das Sicherheitssystem überhaupt ausschalten? Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Oh, ich glaube, er hat irgendwas vor. Ich warte einfach hier. Gut, aber gib mir da vorne ein paar von den Chips, okay? Okay? Oder ich knall dich ab. Eigentlich fast schon wieder Glück, dass man NPCs nicht abknallen kann. Ich meine, wenn sie einmal tot sind, kommt man ja nicht mal mehr weiter. Wobei, ist... Halt. Ich hab Beine. Ein Ego-Shooter, in dem man Beine hat. Yay! Naja, ich glaube, der erste Ego-Shooter, wo ich spiele, in dem man Beine hat. Obwohl, nee, ich glaube, in Bioshock hat man auch welche, oder? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nur, mir fällt auf, ich habe Beine. Beine! Ich kann laufen und fliege nicht in der Luft. Okay, Spaß beiseite. Oder die Freude eher. Oder der von der anderen Seite. Den hat's auch übel zugerichtet. Ich wette, wenn das Sicherheitssystem mal weg ist, geht hier richtig die Post ab. Ich meine, dann kann ja jeder Spinner hier rein. Eindeutig, das hier ist ein Arbeitsplatz. So viele Chips. Und alle leer. Cheesy Pots. Gibt's den echt? Avatar Technology Corporations. Bam. Mhm. Mist, passt nicht durch. Gegner. Und zwar eine normale Variante. Ah. So, einer wäre weg. Da, so. Da. So, dich habe ich dort. Dich habe ich dort. Nachladen. So. Ich habe dich gesehen. Du bist noch dort. Da ist noch einer. Ah, jetzt krieg ich dich. Nachladen. Okay, ist schon nachgeladen. Jetzt muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr über die richtig bösen Unsichtbar-Viecher machen. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal die Waffenkammer. Warum sehe ich gerade richtig? Ohne Eingang? Die muss... Ja, ich dachte schon, die Waffenkammer hätte keine Tür. Das wäre mal wirklich unrealistisch gewesen, einen Raum ohne Tür, um reinzukommen. Und dann noch schusssicheres Glas. Wobei, das jetzt hätte ich erwarten können.
dass man nicht so einfach dort reinkommt. Also. Da, so. Ja, so. Und ich lade erstmal nach. So, du schmeißt mir gefälligst keine Regale volles Schussfeld. Hier ist noch einer.